So, hallo und willkommen am Sonntagabend. Noch ein bisschen Retro, um das Wochenende ausklingen zu lassen. Ja, ich denke, es ist mal wieder Zeit für eines der geilsten Spiele auf dem SNES, nämlich Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest. Und wäre ein bisschen viel, das heute alles zu machen, deswegen lassen wir oder splitte ich das wahrscheinlich in zwei Teile auf. Den Rest gibt's dann am nächsten Mal, wann auch immer das sein mag. Und erstmal an Hallo an alle, die schon zuschauen. Ich hab's halt wieder eine Aussprache. Entschuldigung. So. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt verstehen. Hallo, Son Lee. Servus. So, ich sehe gerade, hier stehen meine Test-Dinger hier unten noch. Also, ich habe mich nicht selbst abonniert und mir auch keine 1000 Bits geschenkt. Das war nur mal zum Ausprobieren. Also nicht wundern, so. Na, gucken wir mal. Haben wir einen neuen Spielstand. So, nächste Woche habe ich Spätschicht. Das heißt, ich kann, wenn überhaupt, nur am Freitag spätabend noch einen Stream machen. Aber vielleicht dann der zweite Teil. Ansonsten eben am kommenden Samstag. Schauen wir mal. Hallo Katja und hallo Ramsey. Alias Saint-Boss. Hast du dich einen neuen Namen gegeben, hä? Ramsey. Bill Ramsey. Hört sich auch gut an. So. Ah, wo ist denn die Dixie? Ja, bei mir ist es jedes Jahr mindestens einmal Pflicht, diese Trilogie durchzuspielen. Den ersten Teil, den habe ich ja vor einiger Zeit mal gestreamt. Jetzt der zweite. Und kurz vor Weihnachten dann Donkey Kong Country 3 nochmal. Passend dazu, nämlich im Weihnachtsmodus, den gibt es ja im dritten Teil, kann man ja die Bonusspiele weihnachtlich unterheben. Oh, danke Ramsey fürs Abonnieren. Super, freut mich. Vielen Dank. Ich bin perplexed. Das hätte ich nicht gedacht, dass gleich so viele kommen, direkt am... weiß gar nicht, wann habe ich gestreamt? Freitag? Ja. Und jetzt der nächste. Super. Ging mit Saint-Boss nicht. Okay. Aber Ramsey hört sich irgendwie auch besser an. Ich wusste nie, wie ich Saint-Boss aussprechen soll. Saint-Boss. Dankeschön, Katja, wenn es dir gefallen hat. Freut mich. Richtig. Ja, ich habe das Spiel gestern bei Miyabi gesehen. Der hat es auch gestreamt und hat gleich mal Bock, es ihm gleich zu tun. Ich versuche die 102% zu knacken. Aber ich denke mal, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Jawohl. So, die Pulle ist auch da. Nur der Alkmaar noch nicht. Komisch. Naja, der kommt schon noch. Da. Und der Chris ist auch schon am Start. Hallo.
Ich wollte eigentlich heute gar nicht streamen, weil ich vorhin ein bisschen müde war. Ich weiß nicht. Dann habe ich aber eine Stunde mich aufs Ohr gelegt. Jetzt bin ich eigentlich wieder fit. Deswegen. Ich war aber nicht sicher, ob das heute klappt mit dem Stream. Jetzt sogar ein bisschen früher. Warum nicht? Ist am Sonntagabend bestimmt nicht so schlecht, weil morgen einige wieder früh raus müssen. Ich jetzt nicht. Ich habe morgen spät. Nee, ich bin nicht erkältet, aber irgendwie... Ich hab das schon, wie ich das Video vom Special aufgenommen habe, vom Retro-Special. Musste ich ein paar Mal abbrechen, weil ich irgendwie totalen Frosch im Hals hatte. Aber nee. Erkältet bin ich nicht. Toi, toi, toi. So. Na, ich nehme mal den. Den da, der klettert schneller. Och, Mensch. Deine Frage habe ich. Nee, habe ich noch nicht gelesen. Ich guck nachher mal. Ich habe gerade nicht geguckt. Ja, so lang wird es heute auch nicht gehen. Nicht übermäßig. Ich denke mal maximal bis um 10. Maximal. Vielleicht schaffe ich bis dahin sogar die Hälfte schon durch. Ja, ich habe mir viel vorgenommen. So, wo war denn hier noch die... Ah, ich glaube, kurz vor Schluss war die DK-Münze hier. Okay. Na, vielleicht bin ich auch schon um 9:30 fertig. Mal sehen, wie es heute läuft. Bloody Mary, servus. Ich dachte mir nur, weil nächste Woche habe ich spät, wie gesagt, und da habe ich maximal Freitag noch Zeit, einen Stream zu machen, und so lange wollte ich jetzt keine Pause machen. Und... deswegen sage ich mir, mache ich Sonntagabend noch mal eine Runde. So, da ist sie doch. Jo!
Nee, habe ich nicht, Sony. Aber ich habe mit dem Gedanken gespielt, es zu streamen. Irgendwann mal. Oh, hoppala. Oben. Na? Ah. Shit. Oh. Früher tot. Warte mal, hab ich überhaupt alle Bonusspiele? Ja, alles geschafft, okay. Abonnenten hier auf Twitch, bist du der zweite? Aber es funktioniert ja erst seit dem letzten Stream überhaupt, dass man mich hier abonnieren kann. Und hätte nicht gedacht, dass direkt zwei so schnell zuschlagen. Aber freut mich. Vielen, vielen Dank dafür. Ups. Osch. Ratte! Ach, dummes Vieh. Na also. Ist. Das ist schön, Ramsey, danke schön. Ja. Muss ich auch sagen, es ist extrem gemütlich hier in der kleinen Gruppe immer. Ich mache das selbst auch so, wenn ich bei Twitch Streams gucke, dann meistens, wo der Chat nicht so voll ist. Okay. Und bam! Die Leben steigen jetzt schon in die Höhe. Das ist lang, Ramsey. Ja, alles Gute für die Prüfung. Sinkender Holländer. So, Mikro ein bisschen näher hier. So. Ah, Mist. Ah! Ja, das stimmt. Ups. Ja, anfangs hatte ich nur mal ein billiges Webcam-Mikrofon benutzt.
als ich mir dann irgendwann 2013 mal ein anständiges geholt habe. Und jetzt in spätestens übernächste Woche kriege ich wieder ein neues. Oh, hier brauche ich den Fischi. Der muss hier irgendwo versteckt sein. Na, nicht hier? Ah. Ja, erst sind sie geflogen, dann sind sie gesunken. So geht's bergab mit den Holländern. Man könnte meinen, es wäre eine Anspielung auf ihr momentanes Formtief im Fußball. Was ich eigentlich schade finde. So ein Turnier ohne Holland, war immer so eine Hassliebe zwischen Deutschland und Holland. Finde ich schon schade. An 1990 zurückdenke. Upsi. Weg da. An! Na komm, kann ich nicht mehr auch mit dem Fisch. Hätte gern noch den Bonus gehabt. Na dann nicht. Die Holländer robben mal wieder nach Hause. Ein Jammerspiel. Noch ein Angard. Ja, was macht der Holländer, wenn er die WM gewonnen hat? Macht die PlayStation aus und geht schlafen. Das müsste man sich mal vorstellen. Deutschland war bei einem Turnier nicht dabei. Das würde hier eine Staatskrise auslösen, ohne Witz. Das glaube ich noch nie passiert. Ne, ist auch nicht passiert. Zack. So, ein paar Bonusleben einheimsen. Wollt ihr das Quiz? Ich kenne die Antworten schon. Ich kann ja mal den Chat hier bitten, die Quizfragen zu lösen. Wie heißt er? Hallo, Black Mask? Schönen guten Abend.
Na, will keiner? Okay, dann mach ich's. Die Kreatur, die er erst, okay, grad noch so's. Katja. Erste Gegner im Spiel? Na, na, na? Erster Gegner ist Swanky. Ja, Ratte stimmt. Wie lautet der Name der Welt, in der ihr euch gerade befindet? Engster Schreck, Millionsplanken, Gallionsplanken. Zäh. Ja, Katja kennt das Spiel auch auswendig. So, komm. Reicht. Swanky ist die Antwort auf alles, ja. Swanky ist Standardantwort. Ist der Schlüssel. Der Schlüssel zum Allwissen. Swanky. Ja, Katja, immerhin. Immerhin jemand. Nein, Quatsch. Nur ein Scherz. Ruhe. Passendes Wetter heute. So war es hier den ganzen Tag. Schön stürmisch und regnerisch. Ups, da ist da auch noch was. Oh. Hier hat's heute Morgen auch mal, ja, war so ein Schnee. Das meiste war Regen, aber da war so ein bisschen Schnee darunter. War arschkalt geworden. Du da? Ah, bleibst du da? Warte mal, ist hier die DK-Münze? Oh, nö. Alter, spring zu hoch. Schlange! So, jetzt muss ich schon mal ins Bonusspiel, um die Schlange zu bekommen. Das stimmt, Sonntag. Sonntag ist Beste. Eigentlich Samstag schon. So Samstag ab nachmittags, wenn man alles erledigt hat. Bis Sonntagabend. Ja, könnte immer so sein.
Ah ja. Hey! Da ist sie doch. Ja, die DK-Münzen sind dann besonders gut versteckt. Jetzt noch nicht, aber wird noch sehr, sehr. Oh, blau. Ah, schade. So, Crow's Nest. Hallo, Hendrik. Nabend. Chessmaster Hendrik ist in der Haus. Wow, was war das? Nee. Vielleicht spiele ich heute Cheese Master, aber kein Chess Master. Ich glaube, ich muss für Ramsay mal eine Einblendung machen, dass er es nicht immer sagen muss. Ramsay ist der neue Name von Sandboss. Ein Abo, ja, 4,99 und wenn du Prime hast, kostenlos. Zumindest ein Kanal pro Monat kannst du dann kostenlos abonnieren. Und man kann mir jetzt auch Bits schenken. Da ist unten dieses Symbol in der Nachrichtenbox vom Chat, neben dem Smiley. Da kann man auch Bits schicken. So eine quasi Währung von Twitch. So, zweite Welt. 99 Dollar. Jawohl. Ah, Mann. Hallo SCSE, Servus. Ja, hauptsächlich für Spiele, Ramsay.
Spiele und Equipment. Wie gesagt, ich habe mir jetzt ein neues Mikrofon bestellt. Das kommt spätestens übernächste Woche. Ein besseres. Ey, warum ist die Kanone nicht mehr? Grün. Mann, darfst du nicht aus dem Bild gehen? Herrschaftszeiten. Ja, das aktuelle ist ein bisschen hallig und hat ein bisschen viel Grundrauschen. Ich habe jetzt eins von Rode. Das USB-Mikrofon von Rode. Mir bestellt. Oder werde mir bestellen. So, hallo Watch. Schönen Abend. Sammle die Sterne. Aua? Aua? So, Chen, hi Squidder. Beste Charakter im Spiel, die Spinne. Neben Cranky natürlich. Jetzt mal Zeit, Hendrik. Ah ja, rennt ja nicht weg. Ja, die 100. Gibt's was Besonderes heute. Bonusspiel. Immer mal das Gorilla-Spiel hier. Zack, welchem Level? Der Käfer. 2. Didis Freundin Dixie. Danke. Was weitergeht, kommen wir in diesem Stream schon auf 99 Leben. So, reicht. Richtig, Hendrik! So sieht's aus. Ach. Warte mal, habe ich schon 15 Münzen? 14.
Eine noch. Höllergrube! Ah, hier ist die Münze versteckt. Sowas merkt man sich. Toll. Noch ein Super. Beide Super hier. Das ist ja super. Du warst das, Chris. Ja, habe ich gelesen. Ich schick dir eine Privatmail über Facebook. Das würde mich echt freuen. Obwohl ich es nie gespielt habe, Terranigma, aber es ist eins der ganz großen SNES-Titel für eine Sammlung. Eigentlich Pflicht. Das war immer so die eher die Jump-and-Run-Kategorie als Rollenspiele. Uah. Ah ja. Ja, ich weiß nicht, wie oft du mal auf Amazon bestellst, Hendrik. Ansonsten ist Prime eine ganz gute Sache. Da kriegst du das Abo ja kostenlos. Und hast dann noch Twitch ohne Werbung. Auch auf der App. Und keine Versandkosten bei Amazon mehr. Und immer schnellster Versand. Also ist schon eine gute Sache. Es lohnt sich halt nur, wenn man relativ viel dort bestellt. Ah. Ah ja. Hahaha. Ja, das stimmt. Einmal im Monat ist nicht so rentabel dann. Ah. Amazon-Schleim.
Ah! Kappa, der Seehund. Wow. Ach komm! Komm auf. Wow. Heiß. Heiß? Oh nein! Was mache ich denn? So, da, ah ja. Ah, shit, 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 shit. Irgendwo war hier ein Secret, hm? Glaube ich. Ja, hier nicht. Tot, ja. Fisch? Hä? Das habe ich verpasst. Peinlich. Hä? Ah, Mann, wo war denn das blöde Geheimnis? Ich glaub, hier. Irgendwo konnte man hier durch. Da ist ein Unverwundbarkeitsfass. Warte mal, hier runter, hä? Ja. Immerhin. Die K-Coin. Oh, doch, alles gefunden? Wie das? Strange.
Oh, heißer Ritt. Das war so mein Hasslevel früher immer. So in der Anfangszeit, weil ich nie wusste, wie man diese Ballons steuern muss. Ciao, Ramsey. Schönen Abend noch. Und ja, guten Hunger. Das sieht schon lustig aus, ja. Stimmt, Katja. Auch ein Affe mit einem Krabbelkäfer in der Hand sieht irgendwie sehr funny aus. So, da unten ist auch ein Secret. Auch spannend, Dixie. Hieß das nicht vor der alte Lord fort? Nicht der kleine Lord? Und die liebe gute Mrs. gibt ihnen ein paar Kisses. Oh, das ist schlecht, was ich hier gerade mache. N lassen wir mal N sein. Tschüss. Kein Bonusspiel übersehen. Ich glaube, kurz vorm Ziel war da eins.
Didi, der Lufttänzer. Könnte ein Film mit Haller worden sein. Aus den 80ern. Didi, der Lufttänzer. Nein! Fuck! Ah, scheiße. Ah, okay. Aber ich nicht nur... DK-Münze fehlt. Okay, ich gehe erstmal zu... Klubber. Secret Level hier machen. Dschungelzauber. Ah. Mist. Ah. Ach, toll. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Könnte man meinen, Chris, ja. Nee, ich habe den Alarm vor dem Streamstart nochmal ausprobiert. Und vergessen dann OBS neu zu starten. Das heißt, jetzt sind diese Test. Dieser Test nochmal. Ist jetzt noch angezeigt. So. Nicht, dass ich es jetzt nötig hatte, mich selbst zusammen. Nach dem Motto: Komm, probiert es! Ich hab's auch getan. Es ist ganz einfach. Oh, warte, hier ist ein Bonusspiel, glaube ich. Eine Münze vergessen. Was für eine Münze? Solange es nur eine Bananenmünze ist, ist nicht so schlimm. Ach so, oh, ich bin so dämlich. Gerade verwirrt. Okay. Hallo Super Fanti. Muss schon mal zurück. Ja, du siehst bei dem Streamer keine Werbung mehr vor dem Stream. Gut, wenn du Adblock anhast, dann siehst du sie auch so nicht. Und du hast ein paar spezielle Chat-Icons. Also hauptsächlich geht es darum, den Streamer zu unterstützen. Wow. Fuck, 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 fuck! Mist! Eis, Eis! Eis, Eis, Baby! Alter! Diese Level sind nicht leicht hier in dieser verlorenen Welt. Da geht's gleich mal voll ab.
Na also. Ja. Fehlzündung war das. Ups. Doing, doing. Wow. Mist Fischer. Egal. Mehr brauche ich nicht, oder? Zeig mal. Alles gemacht. Alles gemacht. So, dann müssen wir nochmal hier die DK-Münze finden. Safe mal schwenden. Das ist Super Nintendo, richtig. Gab's aber, glaube ich, später auch für den Advance. Bin ich sicher, ich glaube ja. Aber da habe ich es nie gespielt. So, wo war hier die doofe DK-Münze? Da habe ich ja heute euch den schönen Spielberater gezeigt, den ich zu dem Spiel habe. Ich hoffe nicht, dass ich ihn noch brauche, um die blöde Münze hier zu finden. Hallo, Tristan. Nee, ich zock nicht auf dem SNES. Zwecks der Aufnahmemöglichkeit ist es leichter mit Emulator. Auch wenn es das echte Feeling nur auf dem Original Super Nintendo gibt, aber das habe ich natürlich auch hier stehen. Ich fliege auch am O vorbei. Ich habe genug Leben. Didi der Lufttänzer. Die neue Komödie mit Didi Hallervorden. Das ist mir neu super funny, dass das so wäre. Viele denken auch, Emulatoren zu benutzen wäre verboten. Ist aber gar nicht. Sobald man irgendwann mal das Spiel gekauft hat, dann ist es okay, sich eine ROM runterzuladen. Ich hoffe, ich bin nicht schon... Ach, fuck. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Die war irgendwann kurz vor Schluss. War noch irgendein Secret. Dieser eine Ballon darunter kommt. Ah! Oder so. Gut. Quarks-Schacht. Schön. Oh, hallo Engel mit S. Lang nicht gesehen. Oder war das die Abkürzung? Ugh, das war die Abkürzung. Die wollte ich eigentlich nicht. Klasse.
Die benutzen die Speedrunner immer, wenn sie das machen. Gibt es übrigens in jedem Level gibt's so eine geheime Abkürzung, wo du direkt zum Ziel kommst. Aber wir wollen ja die Boni finden. Ah, da wäre was gewesen. Jetzt brauche ich natürlich Dixie. Oder so. War toll. Naja. Oh, sorry, Engel mit S. Aber immerhin lade ich die Streams auf YouTube noch hoch, nachträglich. Na, hier. So. Nein, Depp. Komm, gib mir das Leben noch. Mann. Fuck you! Toll. Ah ja.
Du, Katja. Sowas würde ich aber nie machen. Ne? Nee, also die meisten Spiele, die ich auf Emulatoren habe, die Spiele, die habe ich auch, aber es sind nicht alle. Das weiß ich, das wisst ihr. Ich finde auch bei so alten Spielen, wenn man jetzt neue Spiele raubkopieren würde, wäre es wieder was anderes. Mit denen die Entwickler wirklich noch dabei sind, Geld zu verdienen, weil sie Arbeit reingesteckt haben mit so Spielen, die 20, 25, 30 Jahre alt sind. Sollte man nicht ganz so hier mit dem Gesetzesbuch aufknallen. Ist ja im Grunde, wenn man Let's Play macht oder streamt, macht man eigentlich noch im Grunde Werbung für das Spiel. Viele Entwickler wollen das ja sogar. Ich werde sehr oft angeschrieben von diesen Entwicklern, teste das mal, kriegst eine kostenlose Kopie. Alles probiere ich dann auch nicht, weil mich viele Spiele nicht interessieren, ganz einfach. Aber Entwickler freuen sich halt, wenn das auch ein bisschen bekannt gemacht wird und, ne? Also das Spiel spiele ich jetzt zu 100% legal. Das habe ich mir von meinem sauer verdienten Taschengeld damals abgespart. Und es war nicht billig. Alles andere. Ja, diese großen Super Nintendo Titel waren schweinemäßig teuer damals. Okay. Das wohl war, Chris, ja. Spitze. Ah. Nee, immer noch nicht tot. Einer noch, hä? Hallo Alkmann, Servus. Zack. Ich glaube, das war's. Unser trinkt sie ihr Nesquik wieder. So. So, haben wir alles? Yeah. So, komm, den Kremkai, den machen wir auf jeden Fall noch.
Ich hatte noch nie Damenbinden-Werbung auf Twitch. Das ist ganz neu. Geil. Oh, verdammt. Scheiße. Oh, yeah, pfui. Pfui. Uah, hi, Rambi. Die Münze haben wir schon mal. Hä, wo ist denn diese Kure? Wo gibt es die Kure für die Kanonen? Das Kanonchen? Ich weiß es nicht. Ach, scheiße. Schmeißt bestimmt. Ah, klasse. Schmeißt bestimmt einer von den Geistern ab. Das ist ja blöde. Ach, Mann. Ah, ich lass mich mal kaputt gehen. Jetzt muss ich das ganze Level nochmal machen. Okay. Ah, ne. Oh, die ist ja. Ist doch scheiße. Die ist ja direkt hier. Ist ja doof. Klasse. Okay, okay. Ach, Mann. Irgendwas macht der hier, oder? Ah, so war das. Zack. Ist klar. Thank you.
Oh shit. Ach, mal wieder Essen das Thema, okay. Ach, Stepp. Raclette. Hallo, Para, servus. Dankeschön. Ja, alles alt hier. Alles alt. Inklusive mir. Sehr schön. Ach, komm. Oh, Glimmers Galeone. Also ein Scheiß-Level. Hier. Super Bonus. Na, noch irgendwo was, ne? Ja, nicht noch irgendein Geheimgang hier oben drüber? Jawohl. Now you're playing with power. Superpower. Oder wie es hier hieß, I want it all. So. Oh, hallo. Flutlichtfisch. Ne, die kamen ja im dritten Teil vor. Hoppala. Ach, Kacke. No.
Toll. Na. Fuck. Nur. Manu! Ich! Sehr schön, Alkmann. Sehr schön. So mag ich das. Gibt's ja auch irgendwann mal einen Checkpoint? Ist das Level so groß? Was war das denn? Kann ich mich nicht mehr erinnern. Oh shit. Die Schlümpfe? War doch gar nicht so schlecht, oder? Das Spiel war nur sehr schwer. Ah, natürlich. Antwort auf alle Fragen. Ach, hört auf. Die Antwort auf alle Fragen ist seit heute Abend nicht mehr 42, sondern Swanky. Das haben wir heute gelernt. Alles mit Swanky antworten. Endlich.
Fuck für. Fisch, Fischlemmings. Das Barbie-Spiel. Ich fand das irgendwie ganz witzig. Es gab ja zwei. Ich glaube, die Folge mit den meisten Aufrufen von Retro war, weiß ich gar nicht, Dude on Object, glaube ich. Uah. Shit, 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 shit. Alter! Ich weiß nicht, irgendwo muss da noch ein blödes Bonusspiel sein. Oder war das ab Ende? Oder gab es hier nur eins? Ah, warte. Da. Sehr schön. Glücksrad! Ja, hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich hau ab. So, jetzt ins Ziel. Ich denke, noch ein Bonusspiel haben wir nicht. Ah, ne, jetzt kommt die Deppen. Okay. Yes! Das war ja der größte Crap ever Preis. Es heißt auf dem C64. Das war ja schon unverschämt. Auf dem Amiga geht's noch, deswegen ist lustige Musik dabei, aber C64-Version ist unterirdischst. Meine Münzen nicht los. Alright. Sumpf des Wahnsinns. Die Popelpreise im Superpreis. Genau weiß ich nicht mehr. Das Spiel ist schon eine Granate. Hoppala. Eck. Thank you.
Ach so, stimmt. Ja, ja. Ja, genau, dieser Preisunterschied. Stimmt. Ich finde dieses Geräusch so toll. Eigentlich ist es egal, wie die Preise in der Sendung sind. Hauptsache die Sendung an sich ist gut. Dann ist eigentlich wurscht, wie die Preise sind. Fiat Punto. Haha. Ein kleiner Sender. Die haben nicht so viel Kohle. Fuck, Moment. So, war hier noch was? Nö. Nö. Ah, Mann. Gott. F-Zero VR. Klappermisere. Ja, fuck, 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 fuck. Ah, shit. Ein großes Hallo! Das war immer Walter Freiwald früher. Habe ich ja gelesen, dass sie das heute auch noch machen. Ja, trotzdem, im Harry Weinfurt wäre es wieder schön. Den Walter, den braucht jetzt kein Mensch, den Idioten, aber der Harry war schon gut. Hoppala.
Die Schlange. Snake, rattle and roll. Nichts, ne? Nee. Ah. Ja, ich habe ein Interview gelesen oder gesehen. Gibt's auf YouTube bei Sprechplanet. Ja, ich denke auch immer. Bei Harry denke ich an der Preis ist heiß. An der Kraxelhube. Ach, scheiße. Nicht. Ah, Mann. Fuck you! Dreck! Ich nicht, Alkmann. Hehe. Ich muss das um 12 auf die Arbeit. Hehe. Oh Mann, jedes Mal. Ach komm, ich hasse diese Springspacken. So, da ist das Secret.
Puh. Scheiße. Ah, komm. Zeit für Schluss heute. Zeit für Schluss. Ja, die Welt machen wir noch. Wir noch das Special Level machen. Gleich. Geile Aussprache, ja. Ist normal bei mir. Okay. Wo warst du, Paranoise? Auf dem Martini-Markt? Gibt's den wirklich oder hast du dich verschrieben? Martini-Markt? Ich glaube, da muss ich auch mal hin. Das klingt gut. Ah, shit. Oh, shit. Ich hab nicht gesagt, dass ich Pro-Skills hab. Es ist mein Lieblingsspiel, aber nicht, dass ich Pro-Skills hab. Ich will ja hier nicht angeben. Dauert halt ein bisschen länger. Es verlängert die Streamzeit. Alles für euch. Teenie-Markt, das ist geil. Das ist cool. Ich dachte, du hättest dich verschrieben. Es ist auch ein dummes Level. Ich hasse diese Schlange. Mit der Schlange kann man nicht spielen. Ist doch wahr. Hauptsache elegant. Hauptsache elegant. Ich hatte eh zu viel Leben, ne? Wir müssen ja mal weg. Boah. Das ist gut. Geht doch. Bulle. Den Pulzermärtel. Was ist denn das? Der Pulzermärtel. Oh, ich glaube, ich habe gerade falsches Level. Ach, Mann.
So, gehen wir runter. Schwarze Eisebene. Noch das leichteste Level in der verlorenen Welt, finde ich. Das sage ich aber lieber nicht, sonst verliere ich gleich ein Leben nach anderen. Ja, ja, du mich auch. Gib deine Bananen, du Sau. Nee, ist doch nicht das Leichteste. Ja, doch. Die anderen sind... Es ist nicht leicht, aber die anderen sind alle noch schwerer. Freue ich mich jetzt schon auf dieses tierische Show-Level. Das ist so schlimm. Hallo, was machst du hier? Mama, hast du dich verlaufen? Ey, ihr habt sie doch noch nicht. Die Idioten hier. So. Selbe Fehler wie eben. Der Pulzer Mädel. Sieht aus wie der Nikolaus, nur in Landstreicher-Klamotten. Er verteilt auch nur. Die Martinerla. Okay. Ich dachte Martini vom Getränk Martini-Markt. Ach, da gibt's nur Alkohol. Ach, dann gibt's vielleicht auch einen Bacardi-Markt. Ah. Upsie. Scheiße. Ich weiß nicht, was alle gegen Bayern haben. Ich finde Bayern schön. Ich finde die Sprache schön, die Landschaft schön. Bester Fußballverein kommt daher. Grad nicht sicher, ob ich. Ich hoffe nicht, dass ich das Bonusspiel verpasst habe. Nee, ich glaube nicht. Das kommt. Ach, Mann. Shit. Ah, fuck. Ja, gut. Da oben wäre es gewesen. Ah, ich glaube, die Politiker sind überall ein bisschen seltsam. Kann man Bayern nicht verallgemeinern? Ach komm, Affe. Affenarsch. So, hier bin ich richtig, okay. Die Truhe brauche ich. Ah.
So. Tschö, Katja, mach's gut. Und bis zum nächsten Mal. Oh, Scheiße. Verdammt. Ja, muss ich nochmal machen. Der Bayerische Wald. Ah, das ist schön. Da gibt's viele Schnapsbrennereien. Da wirst du schon vom Durchfahren besoffen. Ach, shit. Ciao, Katja. Okay. Bärwurzerei Liebel und Drechsler. Sagt mir jetzt nichts, ich kenne Zwiesel. Als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, unsere Nachbarn, die waren schon älter, so ein älteres Ehepaar, die sind jedes Jahr in den Urlaub dahin gefahren, haben dann flaschenweise die Obstbrände mitgebracht. Und solche Glaskugeln gibt's ja da auch. Ah! Hoppala. Das würde ich auch gerne mal trinken. Das schmeckt bestimmt gut. Gestern Abend war Besuch hier, da haben wir Dings getrunken. Funkstätter St. Nikolaus Bier. Mann. Ist auch ganz schön. Schmeckt sehr lecker. Aber sollte man auch in Maßen trinken. Nicht in Maßkrügen, sondern langsam. Hat man ganz schön gespürt. So. Dann Kletterschleim. Joschka, ich glaube Joschka war das sogar. Genau, haben die immer mitgebracht. Solche Glaskugeln. Das ist schon eine sehr schöne Gegend. Na toll. Mann!
Fuck! Ah! Ich glaube, jetzt kann man hier runter. Genau. Jo! Glaube ich auch. Das klingt nicht schlecht, Paranoid. Muss eine sehr schöne Gegend sein. Was? Game over? Wie kommst du denn da drauf? Noch lange nicht. Oh, Shitfisch! Ah! Hilfe! Ah! Dieser ich hasse diesen Fisch! Manno! Ja, danke. Dankeschön. So, zweites Bonusspiel. Shit. Ah, die Kugel. Nein, das ist doch ein Scheiße. Oh, die Kugel. Der ist gut, Alkman, ja. Der ist gut. Ah! Wow. So.
so schön. Ah, genau, hier. Münze. Oh. Ja, den kannte ich. Mit Lana, ja. Oh, falsch. Primatenquiz. Das passt. Das passt zu mir. Daneben zwei. So. Ach nee, noch ein Level. Ich dachte, es wär's. Affen-Action. Ist riesig, diese Welt, hä? Glaubst du, dass die Welt mit den meisten Levels? Ah, ich hasse das. Diese Fässer. Yes. Scheiße. Der ist gut, ja. Nee, diesmal, dann seid ihr dran. Eine Hand wäscht die andere. Dann guck ich zu und ihr unterhaltet mich. Thank you.
Oh, Electricity, servus. Bis später der Abend. Wo waren die diese DK-Münze hier noch gleich? Ah, da oben. Ah, wie kommt man da denn hin? Frag mich überhaupt, wie ich immer wieder rauskomme. So, ich glaube, so. So, genau. Ah, Mist! Ja, genau, jetzt muss man nach links sich fallen lassen. So ging das. So, da ist der Baba-Guy. Ups. Ah! Gut. So.
Na, bei mir funktioniert alles. Was mache ich denn? Gott! Naja, ich denke, Twitch ist am Sonntagabend ziemlich stark frequentiert. So, okay. Endboss noch? Haben wir unseren Zeitplan eingehalten? Bei Pizza Hut wäre das nicht passiert. Ah, Idiot! Mein Fass zerdöbert. Tschüss! Wow. Wenn ein Schornstein im Schnee liegt. Oh, jetzt kommen die Flachwitze auch noch. Oh Gott, da wird es Zeit, Schluss zu machen. So. Schauen wir mal schnell. Okay, haben wir hier alles? Wunderbar. Ich gehe noch mal kurz zur alten Lehrerin und speichere das Spiel. Zum nächsten Stream weiß ich nicht, spätestens am Samstag, vielleicht aber auch schon am späten Freitagabend wieder. Aber wie gesagt, dann erst 23 Uhr ungefähr. Pi mal Daumen, vielleicht auch ein paar Minuten später. Und dann machen wir mit dem Spaß hier weiter. So. Wie heißt Karl Lagerfeld mit Vornamen? Komm, sag's. Die Antwort warten wir noch ab. Torben Lagerfeld. Wolfgang. Okay. Habe ich jetzt nicht kapiert, aber ist auch egal. Wolfgang von Mehr. Ach so! Ja, ich habe noch dunkle Erinnerungen an den Wolfgang. Ja. Okay, dann würde ich sagen, war's das für diesmal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt noch einen schönen Abend, schönes Restwochenende und bis zum nächsten Stream. Tschüsschen!